Pilzfreunde. Wir haben jetzt Mitte Oktober und der Herbst hat schon ganz gewaltig angeklopft. Und ich wollte jetzt doch nochmal gucken, was so die Pilze machen. Ja, dazu lade ich euch wieder ein. Komete, die Pilzparagenese wird sich wahrscheinlich wieder total verändert haben. Aber gucken wir ganz einfach mal, was wir so finden. Viel Spaß mit den Filmen. Ja, ein typischer Herbstpilz sind diese Nebelkappen, sind aber jetzt seit kürzlich als Giftpilz klassifiziert worden. Naja gut, manche werden sie noch essen, ich lasse die Finger davon, weil sie schmecken ja auch nicht so besonders. Das ist ein Schirmling, was das für einer ist, kann ich jetzt noch nicht bestimmen. Eher was Parasolartiges, auf jeden Fall ein Schirmling. Ja, ein Knollenblätterpilz. Ich habe auch einen neuen Trüffelhund, das ist Flo und das ist ein kleiner Chihuahua und der guckt jetzt auch mal so, wie er Pilze finden kann. Aber jetzt düngt er erstmal den Waldboden. Ja, ein ganzes Jahr lang nicht gesehen und jetzt kommen sie doch, die Knollenblätterpilze. Hier haben wir Aniszählinge an diesem Baum. Da ist der Frost aber schon einmal dran gewesen, aber es sind noch welche dabei, die sehen gut aus. Ich versuche sie mal. Nee, da geht besser mit dem Messer bei. Ja, sehr interessanter Wald hier. Ein Buchenbestand. Ja, hier wachsen immer noch ein paar Semmelstoppelpilze. Ich werde sie mir auch einpacken. Ja, und Pfifferlinge gibt es immer noch. Nicht zu glauben. So, jetzt bin ich hier mal in großen Fichten angekommen. Steht alles voller Pilze und wie ich hier feststelle, kommt auch schon der Hallimasch. Ich finde den nicht so gut, aber ein paar Exemplare werde ich mir mitnehmen. Und dann noch ein sehr ansehnlicher Perlpilz. So, jetzt bin ich hier vor dem kleinen Wald, wo wir vor 4 bis 5 Wochen noch die Trompetenpfifferlinge gefunden haben. Da gehen wir jetzt hoch, ich und der Flo, gucken mal, ob wir Trompetenpfifferlinge finden. Und ja, und dann machen wir so einen kleinen Rundgang, ne? Also von den Massen an Trompetenpfifferlingen, die hier noch standen, ist hier gar nichts mehr zu sehen. Aber gucken wir mal genauer hin. Aber hier gibt es noch ziemlich große Semmelstoppelpilze. Mitnehmen. Ja, der Hallimasch, der kommt. Aber da nehme ich nicht viel von mit. Aber sehr erfreulich. Marönchen gibt es auch noch. Der ist hier ganz interessant aus einem Baum herausgewachsen, aus einem morschen Baum. Ganz besonders erfreulich ist, dass die überhaupt keine Maden haben. Hier im lichten Tannenwald, da stehen noch ein paar Trompetenpfifferlinge. Mal gucken, ob die noch gut sind, dann nehme ich sie mit. Hier sind riesige, das heißt große Semmelstoppler. Ja, sehen auch noch gut aus. Werde sie mir gleich mal klein schneiden und gucken, ob die noch zu verwerten sind. Ja, man merkt, dass langsam Feierabend ist mit den Pilzen. Aber es gibt immer wieder welche. Hier sind auch wieder ein paar Semmelstoppler. Und dann sieht man dann noch so einen Okolyten vom Steinpilz. Aber den lassen wir auch hier, weil der ist unter Garantie schon durch. Ja, Flo, Flöchen. Ein Hexenröhrling. Ja, die Maronen, die scheinen ganz normal weitergewachsen zu sein. Die haben sich mal an gar nichts gestört. Und also irgendwas an Pilzmaden da drin, negativ. Also sind alle madenfrei. Also gar nichts böse an, finde ich hier sogar noch einen Steinpilz. Ja. Oh, ein schon ziemlich maroder Schönfußröhrling. Ein Marönchen. Wieder ein Körbchen. Hier steht auch alles voll mit Pilzen. Ja, Schusterpilze.
Ja, hier der ganze Wald voller Pilze. Da, da, da und da. Ja, wenn ich solche Exemplare lasse ich selbstverständlich im Wald. Ich meine, wenn es noch so viele Pilze gibt, dann kann man auch wählerisch sein und die mitnehmen, sagen wir mal, die jung sind und auch knackig. Ja, sowas lassen wir im Wald. Und es ist schön, wenn das Hündchen sich benehmen kann und auf Zuruf auch wieder am Mann kommt, dann kann man den hier gleich richtig erziehen. Dann darf er auch mal ohne Leine. Ja, wir haben Mittag und es ist hier so duster, als wenn es schon Abend wäre. Ja, für Sauerland braucht man zeitweise auch das Gämsengehen, aber das ist uns sowieso angewölft. Das sind Täuptlinge da hinten. Und die kahlen Kremplinge sind zu faulen Kremplingen geworden und schimmeln jetzt vor sich hin. Ja, das ist ein Pilz, den Laie nicht sammeln soll. Das sind Schwefelköpfe und das sind Rauchblättrige. Also die guten. Ja, das Blätterdach ist schon ziemlich licht geworden. Und das Laub schön bunt. Herbst. Ich gehe jetzt hier mal unten so eine Bachniederung längst. Ja, und finde wieder mal Röhnchen. Einfach nur eine schöne Stimmung, wenn die Sonne rauskommt. Und dann sieht man gleich schon die Pilze stehen. Einfach nur herrlich. Das ist ein rehbrauner Lacktrichterling. Ein rehbrauner Lacktrichterling. Der ist auch essbar. Ja, ich bin hier an der Stelle, wo ich vor 6 Wochen schon die Krause Klucke einmal gänzlich abgeerntet habe. Das scheint ein unwahrscheinlich regenerativer Pilz zu sein. Ich kann hier quasi eine komplette neue Klucke ernten. Ja, eine Krause Klucke hat jeder gerne im Korb. Ja, Flo, dann such du mal da oben. Ja, man merkt schon, dass es zu Ende geht mit den Pilzen. Dieses letzte Aufbäumen sozusagen, das ist immer massig. Und man merkt, dass der Winter kommt und dass der vor der Tür steht. Auch das klebrige Hörnchen lässt schon seine Hörnchen hängen. Ist immer ein Zeichen dafür, dass der Winter naht. Ja Leute, das ist der giftige Doppelgänger des Trompetenpfifferlings, die sogenannten Gallertköpfchen. Ja, die haben also unten gar keine Leisten, aber sehen quasi genauso aus im ersten Blick wie Trompetenpfifferlinge. Aufpassen, aufpassen. So, das hier wiederum, das sind Trompetenpfifferlinge. Ja, sie haben Leisten unter dem Kopf und sind essbar und gut. Ah, das ist ein Hochgebirgshund. Das war sehr erfolgreich, hätte ich nicht gedacht. Ziemlich spät im Jahr, der Frost ist auch schon einmal durch den Wald gezogen. Aber ich habe gut gefunden und ich bin auch sehr stolz drauf. Es ist also eine komplette Mahlzeit, nicht, wenn man so in den Korb guckt. Es sind Maronenpilze da drin, es sind ein paar Pfifferlinge, ein paar Trompetenpfifferlinge drin, es sind Semmelstoppler. Nicht die Krause Klucke, da freue ich mich besonders drüber. Ein paar rauchblättige Schwefelköpfe, ein bisschen Hallimarsch, ein paar Perlpilze. Also, was soll's. Also, was sage ich dann? Flo, komm, Flo, fahren jetzt nach Hause. Ja, wir fahren jetzt nach Hause. So, komm. Da hinten steht ein Auto. Ich hoffe, der Film hat gefallen.
wünsche viel Spaß dabei, beim Gucken natürlich. Und wir sehen uns dann demnächst mal wieder. Ich nehme an, erst im nächsten Jahr, 2012. Die Saison ist jetzt zu Ende. Und naja, ihr habt genug eingefroren, hoffe ich. Und den aus der Dose Pilze, nicht der Pilz haben, der frisst keine Pilze aus der Dose aus dem Supermarkt. Also, tschüss.